Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Siebold, sehr geehrten Herren Ehrensenatoren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, es ist mir eine ganz außerordentliche Freude, Sie heute zur Einrichtung der Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur für Theorie und Geschichte der Wissenschaften und gleichzeitig zur Antrittsvorlesung des Lehrstuhlinhabers, Herrn Professor Reinhard Kahle, begrüßen zu dürfen. Die neue Professur liefert einen überaus wichtigen Beitrag zur Forschung in unserer hochtechnisierten und digitalisierten Zeit. Ob Genomeditierung oder künstliche Intelligenz, die Wissenschaft entwickelt immer mehr Technologien, die unsere Zukunft erheblich beeinflussen werden, aber so beeinflussen werden, dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle uns auch kritisch mit dieser Beeinflussung auseinanderzusetzen haben. An der Universität Tübingen hat in den letzten Jahren gerade auch der Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zusammen mit dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme ist die Universität als Partner im Forschungsnetzwerk Cyber Valley Teil einer der größten Forschungskooperationen Europas auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. In engem Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft werden hier maschinelles Lernen, Robotik oder Computer Vision erforscht und weiterentwickelt. Im letzten Jahr konnten wir ferner das vom BMBF geförderte Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen hier einrichten. Ein Zentrum, das sich mit der Weiterentwicklung selbstlernender Systeme beschäftigt. Darüber hinaus startete Anfang des Jahres das Exzellenzcluster Maschinelles Lernen, neue Perspektiven für die Wissenschaft. Ein Cluster, das das Ziel hat, die Fortschritte, die wir bei solchen selbstlernenden Systemen erzielen, für die unterschiedlichsten Forschungsfelder nutzbar zu machen. Und wenn ich hier von maschinellem Lernen, vor allen Dingen von KI spreche, von künstlicher Intelligenz, tue ich das natürlich mit einem ganz besonderen Akzent. Denn es gibt sozusagen die alte oder traditionelle KI-Forschung und die neue KI-Forschung. Die eine ist wesentlich stärker geprägt von programmierten Systemen, die neue KI-Forschung von Systemen, die selbst lernen, sich selbst weiterentwickeln. Wenn Sie ein Beispiel suchen, die alte KI war beispielsweise die Computerprogramme, die Sie bei Schachprogrammen kennengelernt haben, bereits vor 15 Jahren. Die neue KI ist die KI, künstliche Intelligenz, die es benötigt, um beispielsweise die Weltmeister im Go-Spiel in AlphaGo, dem neuen Programm, selbst programmieren zu lassen. Denn hätten Programmierer begonnen, dieses Programmieren überhaupt ins Werk zu setzen, wären sie wahrscheinlich 10 Jahre an dem Programm gesessen und hätten immer noch nicht die Weltmeister schlagen können. Soweit ein kleiner Exkurs. Mittlerweile gehört unsere Region zu den weltweit führenden Forschungsstandorten im Bereich dieser neuen künstlichen Intelligenz des maschinellen Lernens. Ich habe festgestellt, Herr Kollege Bülthoff, der natürlich sich dramatisch viel besser auskennt als ich, er hat nicht den Kopf geschüttelt und sich die Haare gerauft. Er schien so zumindest ansatzweise zufrieden mit meinen Ausführungen zu sein. Das bestärkt mich, ähnliche Ausführungen zu wiederholen. Aber jetzt nicht sofort. Dieser enorme Fortschritt bringt indes auch, wir wissen es, ethische Probleme mit sich, wirft Fragen auf nach den Folgen der neuen Technologien. Fragen, die in Politik und Gesellschaft schon seit einiger Zeit heftige Diskussionen hervorrufen und denen sich die Universität Tübingen als Ort kritischer Reflexion selbstverständlich
annehmen muss, aber vor allen Dingen auch annehmen möchte. Im Rahmen einzelner Forschungsprojekte geschieht dies auch jetzt schon. So beschäftigt sich das Tübinger Kompetenzzentrum für maschinelles Lernen unter anderem mit dem Schutz sensibler Daten. Und das Ethics and Philosophy Lab im Rahmen des Exzellenzclusters Machine Learning widmet sich ethischen und philosophischen Fragen im Umfeld künstlicher Intelligenz, wie etwa der potenziellen Diskriminierung von Menschen durch Algorithmen. Die neue Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftungsprofessur, ich nehme an, Herr Kollege Werntgen wird nachher sehr viel ausführlicher darüber sprechen, wird diese ersten Akzente nun auf ganz hervorragende Weise ergänzen und ausweiten. In der philosophischen Tradition Karl-Friedrich-von-Weizsäckers wird sie sich mit grundsätzlichen sozialen Fragestellungen in unserer globalisierten und technisierten Welt auseinandersetzen. So wird ein erstes Projekt, ich nenne nur ein Beispiel, untersuchen, inwiefern Software überhaupt verantwortlich sein kann und wie Verantwortungen, mögliche Verantwortungen zugeordnet werden müssen, damit Techniken künstlicher Intelligenz im Alltag auch gesellschaftlich akzeptiert werden können. An dieser Stelle möchte ich alle Stiftungsmitglieder der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und im Speziellen deren Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Werntgen ganz herzlich begrüßen. Lieber Herr Werntgen, seien Sie herzlich willkommen. Wir sind der Udo Keller Stiftung, deren Engagement wir heute feiern, für Ihre langjährige und maßgebliche Förderung zu größtem Dank verpflichtet. Als enger Partner des Forums Scientiarum und des Leibniz-Kollegs stärkt die Stiftung seit vielen, vielen Jahren den interdisziplinären Dialog in Forschung, Lehre und Praxis. Mit der Einrichtung der Karl-Friedrich-von-Weizsäcker Stiftungsprofessur für Theorie und Geschichte der Wissenschaft weitet die Udo-Keller-Stiftung ihre Förderlinie an unserer Universität nur noch ganz beträchtlich aus. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ein ganz besonderer Gruß ergeht hier auch an ein weiteres Stiftungsratsmitglied. Ich greife Sie heraus, lieber Herr von Weizsäcker, weil Sie sozusagen für die Familie von Weizsäcker und die Benamsung dieses Lehrstuhls ja gleichsam Pate stehen. Ich greife Sie heraus, den Sohn des Namensgebers der Stiftungsprofessur. Lieber Herr Professor von Weizsäcker, wir freuen uns, dass Sie, aber auch weitere Familienangehörige heute hier sind und danken Ihnen und der ganzen Stiftung für Ihre hervorragende Unterstützung und das damit verbundene Vertrauen. Für unsere Universität ist dieses Vertrauen eine Ehre und auch eine Verpflichtung. Heute schätzen wir uns auch außerordentlich glücklich, mit Herrn Professor Reinhard Kahle einen ausgewiesenen Experten mit einer einzigartigen Verbindung von Mathematik, Informatik und Philosophie für diesen Lehrstuhl gewonnen zu haben. Lieber Herr Kollege Kahle, seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Sie erwartet nun eine herausfordernde, eine hochrelevante, aber aus diesem Grund auch überaus spannende Aufgabe an unserer Universität. Neben der Erforschung von Fragen zur gesellschaftlichen Verantwortung jedweder wissenschaftlichen Forschung werden Sie zudem den Aufbau eines neuen, kreativen und lebendigen Zentrums für internationale Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, das sogenannte College of Fellows an der Universität Tübingen, betreiben, um den wissenschaftlichen Austausch an unserer Universität und deren internationale Sichtbarkeit zu befruchten und vor allen Dingen auch um neue Akzente. Wir sprechen von New Horizon Fellowships beispielsweise, neue Akzente in diese Universität hineinzubringen, manchmal auch Querdenkerisches in die Universität hineinzubringen. Ich glaube, auch das steht einer Universität gut an. Und ich glaube auch, der Namensgeber dieser Stiftungsprofessur hat ja auch so ein bisschen was Querdenkerisches gehabt in seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Und auch das finden wir ganz passend zu
diesen neuen Themen, die wir hier aufgreifen. Aber Herr Wernke, es tut mir leid, ich hoffe, ich habe Ihnen nichts vorweggenommen. Ansonsten, Sie können ja sich dann gleich beschweren, wenn Sie hier oben auf dem Podium sind. Gut, also an dieser Stelle vielleicht auch noch ein weiterer Hinweis. Ich darf begrüßen Herrn Kollegen Mainzer, Seniorprofessor an unserer Universität, der vor allen Dingen die Philosophie und den wissenschaftstheoretischen Diskurs mit hier noch zusätzlich stärken kann. Er wird auch der Universität durch seine Expertise, seine nationale Vernetzung ein wichtiges Plus in diesen Thematiken mitbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen Herrn Kollegen Kahle in ganz, ganz wenigen Worten vorzustellen. Herr Professor Kahle studierte Mathematik, Informatik und Philosophie und promovierte 1997 an der Universität Bern. Danach lehrte und forschte er nicht nur hier in Tübingen, sondern auch in München, Lissabon und Coimbra. Vor 12 Jahren habilitierte er sich gleich zweimal. Einmal in der Informatik und dann noch in der Mathematik. Und ich glaube, Sie sind einer der ganz wenigen, die eine doppelte Venia mit 2 Habilitationen hier vorzuweisen haben. Seit 2015 ist er zudem ordentliches Mitglied der Internationalen Akademie für Philosophie der Wissenschaften. Zuletzt hat er eine Professur für mathematische Logik an der neuen Universität Lissabon inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Beweistheorie, der Intentionalität und insgesamt natürlich dann insbesondere der Geschichte der Logik. Seine fachliche Ausrichtung mit ihrer ganz besonderen Interdisziplinarität eröffnet für ihn eine breite Anschlussfähigkeit innerhalb, aber auch außerhalb der Universität, denn wir wollen ja in die Welt hinausstrahlen, und macht ihn letztendlich natürlich ganz klar zu einer Idealbesetzung für die Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur. Lieber Herr Kahle, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen Ruf angenommen haben. Und ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, wir sind auf Ihren Vortrag gespannt. Jetzt lege ich die Latte mal ein bisschen höher, dann sieht man gleich, ob Sie drunter oder drüber springen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie drüber springen werden. In diesem Sinne möchte ich auch nicht länger sprechen und gebe das Wort an Sie, lieber Herr Wernken, weiter. Sie wollen, denke ich, auch etwas Näheres zur Benamsung dieser Professur, der Karl Friedrich von Weizsäcker Professur, zu uns sprechen. Seien Sie herzlich willkommen. Das Podium ist das Ihre. Herzlichen Dank. Verehrter Herr Rektor, verehrte Ehrengäste, liebe Familie von Weizsäcker, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vertreter der Udo Keller Stiftung Forum Humanum habe ich an dieser Stelle die ganz besondere Ehre, mich so kurz vor der mit Spannung erwarteten Antrittsvorlesung von Herrn Professor Kahle mich mit einem Stiftungsgrußwort dazwischen zu drängeln. Und natürlich ist mein erstes Wort an dieser Stelle auch ein Wort des Dankes an Sie, lieber Herr Rektor Engler, und ein Wort des Dankes an die Tübinger Universität für das Zustandekommen dieser kleinen Feierstunde heute Nachmittag an diesem zauberhaften Frühsommertag, die ja auch in unserem Stiftungskalender einen ganz besonderen Moment markiert. Laufen doch in diesem offiziellen Auftakt zur Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur mehr als 2 Jahrzehnte Stiftungsgeschichte quasi fluchtpunktartig zusammen. Tatsächlich ist es heute fast auf den Tag genau 41 Jahre her, dass unser Stifter Udo Keller in der Pfingstwoche 1988 auf dem von der Landesregierung Niedersachsen veranstalteten und mit unzähligen Nobelpreisträgern hochkarätigst besetzten interdisziplinären Megakongress Natur und Geist Karl Friedrich von Weizsäcker das erste Mal persönlich begegnete. Und das war genau der Moment, der in Udo Keller die Stiftungsidee eines Forum Humanum entzündete, deren interdisziplinäre und interreligiöse Profil
Profilierung und Dialogagenda er dann in der Folgezeit gemeinsam mit Karl Friedrich von Weizsäcker als Ratgeber Schritt für Schritt auszuarbeiten begann. Im Jahr 2000 folgte dann schließlich auch die Gründung unserer Stiftung mit Karl Friedrich von Weizsäcker als Gründungskurator. Und bereits ein Jahr später stieß Udo Keller dann über einen FAZ-Artikel von Heike Schmoll auf die Tübinger Universität, genauer auf das von damals von Dieter Henke geleitete Tübinger Zentrum für Wissenschaftskulturen in der Dobler Straße als Vorläufer und Blaupause für das heutige Forum Scientiarum, dessen Idee und Agenda unser Stifter dann auf Empfehlung von Karl Friedrich von Weizsäcker gemeinsam mit dem amtierenden Rektor Scheich, der Familie Klett sowie der Landeskirche Württemberg auf den Weg brachte. Wenig später, im Dezember 2003, folgte dann abermals auf Zuraten Karl Friedrich von Weizsäckers der Erwerb der Dobler Straße 33, um sie der Universität nach Komplettsanierung als interdisziplinäres Studienhaus und als Sitz des künftigen Forums Scientiarum zu überlassen, zu dessen tragenden Säulen dann auch bald Formate wie die UNSET Lecture oder das Studienkolleg zählen sollten. Und genau aus dieser Zeit stammt auch die testamentarische Verfügung Karl Friedrich von Weizsäckers, dass seine persönliche wissenschaftliche Arbeitsbibliothek nach seinem Tod in unserem Stiftungshaus in Neversdorf ihre endgültige Heimstatt finden sollte, um dort als Dokument und als Werkzeug einer einzigartigen Denkgeschichte im 20. Jahrhundert im Stiftungsbetrieb der Studentengruppen lebendig zu sein. Ein Vermächtnis, das wir dann nach dem Ableben Karl Friedrich von Weizsäckers im April 2007 gemeinsam mit dem Max-Planck-Archiv umgesetzt haben. Und in den Gesprächen, die ich mit unserem Stifter über die Zukunft seiner Stiftung führen durfte, waren bis zuletzt Werk und Person Karl Friedrich von Weizsäckers immer gegenwärtig. Die Maxime Wissen und Verantwortung, das erkenntnistheoretische Postulat einer elementaren Wahrnehmung und natürlich die Rede von der Atombombe als Krisensignatur der Gegenwart. Und immer wieder kam Udo Keller dabei auf das von Karl Friedrich von Weizsäcker selbst immer wieder geschilderte Schlüssel- und Erweckungserlebnis im Februar 1939 zu sprechen. Als dieser, Karl Friedrich von Weizsäcker, gemeinsam mit seinem Freund und Vertrauten Georg Picht die Möglichkeit der Atombombe zu erkennen begann und deren unheimliche Reichweite. Und dann folgte immer wieder der Kellersatz: Wäre es nicht wichtig, dass diese Gedanken, diese Fragen auch in Zukunft eine Rolle spielen in unserer Gesellschaft, an unseren Universitäten? Und wie können wir als Stiftung dabei mithelfen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor diesem Hintergrund werden Sie verstehen, was dieser heutige Festakt für unsere immer noch recht junge Stiftung bedeutet. Und was diesen Meilenstein heute Nachmittag dabei so ganz außerordentlich macht, ist eben der Glücksfall, dass die Titulierung dieser Stiftungsprofessur hier an diesem Tübinger Standort, und das heißt ja neuerdings nicht zuletzt auch im Kontext der Cyber Valley Initiative, nicht unter einem musealen Vorzeichen erfolgt, sondern unter einem dezidiert zukunftsgewandten und gegenwartsdiagnostischen Vorzeichen, einem Vorzeichen, das sich aktueller und dringlicher kaum denken lässt. Wie aktuell und wie dringlich, dafür ließe sich als Zeuge kein geringerer als Albert Einstein selbst anführen. Eben jener Albert Einstein, der im August 1939 fast zeitgleich zu Karl Friedrich von Weizsäcker seinen legendären Atombombenbrief an Roosevelt geschrieben hatte und der dann, wenig später, post-Hiroshima, Anfang der 50er Jahre, plötzlich in seinen Briefen in einen Bombenplural überzugehen beginnt, indem er plötzlich von der Bedrohung der Menschheit durch eine zweite und sogar durch eine dritte Bombe spricht, deren Explosion, so Einstein, für das 21. Jahrhundert bevorstehe, nämlich von einer Informationsbombe und von einer Populationsbombe. Es ist dies eine Diagnose und Prognose, deren Realwerden wir heute immer beschleunigter offenkundig bezeugen können. Wir sehen, dass von Karl Friedrich von Weizsäcker ausgerufene Zeitalter der Bombe, das Zeitalter der Explosionen, der drohenden Explosionen, ist alles andere als vorüber, sondern es ist eher im Begriff, in ein nächstes technologisches Stadium einzutreten. Sind nicht etwa die von Herrn Engler eben aufgeführten Kontexte Big Data und KI zwei Kontexte par excellence, in denen diese prima vista eher metaphorische, rhetorische Einstein-Formel von der zweiten Informationsbombe heute real und konkret zu werden beginnen, und zwar erschreckend real? Für diese Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur aber bedeutete dies wohl nichts anderes als den gesuchten Ernstfall.
um die alten Karl Friedrich von Weizsäcker Fragen neu zu beleben, neu zu benutzen, zu prüfen, zu übersetzen und weiterzuentwickeln. Und es ist dabei eben ein außerordentlicher Glücksfall, dass es der Universität Tübingen gelungen ist, für diese Ernstfallmission, für diese Agenda mit Professor Reinhard Kahle buchstäblich einen Bombenexperten, einen Bombenspezialisten zu gewinnen, einen Philosophen nämlich, der es mit dieser zweiten Informationsbombe aufnehmen kann, weil er ihr als Mathematiker und als Informatiker aus ihren Schlüsselfächern entgegendenken kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle kennen aus der antiken Mythologie die Figur des Kairos als Glücksmoment der richtigen Entscheidung. Ikonografisch wird dieser Kairos in der Regel kahl rasiert, aber mit einem langen, langen Haarzopf dargestellt, nämlich der einzigen Stelle, wo dieser schlüpfrige Gast oder Geist zu packen ist. Und in diesem Sinne möchte ich schließen, indem ich behaupte, dass es gelungen ist, diesen Kairos rund um die Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur hier in Tübingen gemeinsam zu packen und zu ergreifen. Und dafür möchte ich im Namen der Stiftung allen Beteiligten ganz herzlich danken, der Universitätsleitung und ganz besonders Ihnen, lieber Herr Rektor Engler, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf diesem langen Weg seit 2003 und ganz besonders auch unserem Stiftungsrat, der heute, wie von Herrn Engler angedeutet, nahezu vollständig zugegen ist, Manfred Erhard, Ernst-Ulrich von Weizsäcker und auch Klaus Mainzer. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Unterstützung in den vergangenen Jahren. Ohne Ihr Engagement, ohne Ihre Inspiration und Begleitung wäre all dies so für uns als Stiftung hier nicht möglich geworden. In diesem Sinne danke ich Ihnen allen und freue mich jetzt auf den mit Spannung erwarteten Vortrag von Herrn Kahle. Vielen herzlichen Dank. Ja, Magnifizenz, lieber Herr Rektor Engler, sehr geehrte Vertreter der Udo-Keller-Stiftung, sehr geehrte Familie von Weizsäcker, liebe Kollegen, Freunde und Studenten. Ja, ob jetzt wirklich ein Bombenvortrag kommt, weiß ich nicht, aber es ist mir natürlich eine unglaubliche Ehre gewesen, dass mir die Universität Tübingen die Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungsprofessur für Theorie und Geschichte der Wissenschaften angetragen hat. Mit der Übernahme dieser Professur verbindet sich eine Verantwortung, die sich unmittelbar aus dem wissenschaftlichen Erbe von Karl Friedrich von Weizsäcker ergibt. Und bei dem Thema dieser Antrittsvorlesung probiere ich eben gerade auf dieses Problem der wissenschaftlichen Verantwortung einzugehen. Allerdings anhand eines relativ elementaren Beispiels, was Sie eben in dem bekannten Lehrsatz der Schulmathematik minus mal minus ergibt plus wiedergibt. Das Ganze, wie Sie hoffentlich sehen werden, lässt sich aber einbetten in den Bereich, den Herr Rektor Engler in seiner Einführung angesprochen hat, des Machine Learnings, aber vielleicht sogar noch besser in die zweite Informationsbombe, die von Herrn Wernken betont wurde. Um mit von Weizsäcker zu beginnen, er hat 1957 einen heute, würde ich mal schon sagen, berühmten Vortrag gehalten, die Verantwortung der Wissenschaft im Atomzeitalter. Kann man, glaube ich, heute noch in der x-ten Auflage kaufen und es ist also sicher wert, den Vortrag auch noch mal zu lesen. Das habe ich getan und er fängt an mit einem Kapitel über Plan und Mensch. Und da heißt es, das Atom ist mit einem gewissen Recht zum Symbol dieses Zeitalters geworden und wir sind also hier 62 Jahre zurück. Dann aber geht es etwas weiter und er sagt, ich bitte Sie nun aber, Ihren Blick auf einen anderen, vielleicht noch kennzeichnenderen Zug der heutigen und der kommenden Technik zu richten. Er tritt unter dem Namen Planung, Regelung, Kontrolle, Automatisierung auf. Die automatische Ausführung einer vorweg geplanten Steuerung durch das, was man auf Deutsch Regeltechnik nennt. Dass die arbeitstechnischen, die wirtschaftlichen, die sozialen Folgen dieser erst beginnenden Entwicklung sehr weit reichen, brauche ich nicht zu betonen. Ja, das ist das, die Vorsehung der zweiten Informationsbombe,
die eben jetzt im 21. Jahrhundert hochzugehen droht. Regeltechnik wird dort verwendet, weil es das Wort Informatik schlicht noch nicht gab. Das ist Ende der 60er Jahre erst, ich glaube, wenn ich die Geschichte richtig kenne, von dem damaligen Bundesbildungsminister Stoltenberg in Deutschland eingeführt worden, als Übersetzung des Französischen Informatik gegen das englische Computer Science. Wie dem auch sei, von Weizsäcker hat schon 1957, eben wie gesagt, einen kennzeichnenden Zug für die damalige, aber jetzt eben gerade zum Trage kommenden Technik vorhergesehen. Ja, ich will jetzt, was diese Regeltechnik sozusagen an Verantwortung mit uns bringt, an einem elementaren Beispiel verdeutlichen. Und das ist eben diese Regel, Minus mal Minus App gibt Plus, die jeder Schüler, ja, es ist nicht ganz klar, ob die heute in der Grundschule gelehrt wird, aber so eine 5., 6. Klasse spätestens. Und ich glaube sozusagen, sie gehört zu den Regeln, wo die Schüler eigentlich keine Probleme haben, dass sie das irgendwann mal richtig gelernt haben. Andererseits, wie wird die eigentlich begründet? Lässt sie sich überhaupt gut begründen? Gehen wir jetzt und eben, also das Thema ist auch so gewählt, dass ich Theorie und Geschichte der Wissenschaft mit abdecke, gehen wir in die Geschichte zurück. Bei den Griechen war die Multiplikation eine Operation, mit der man den Flächeninhalt eines Rechtecks bestimmen konnte. Da die negativen Zahlen keine unmittelbare geometrische Bedeutung hatten, konnte in diesem Zusammenhang sondern die Frage nicht mal gestellt werden. Wenn man sich jetzt fragt, wo diese Regel das erste Mal auftaucht, ist es nicht ganz klar. Ich habe gerade von Herrn Kollege Feldner hier gehört, dass implizit eventuell bei Diophant etwas dazu steht. Vielleicht auch gar nicht so klar bei Brahmagupta. Das hängt davon ab. Also leider bin ich auch des Sanskrit nicht mächtig, dass man das also wirklich nachlesen könnte. Aber da oben sehen Sie also spätestens, ich nehme an, Fibonacci und Bombelli, da haben wir die Regel, und also von Bombelli in Italienisch ganz klar, in einer Algebra des 16. Jahrhunderts. In jedem Fall ist sie aber immer nur so als Regel formuliert, nicht mit größeren Begründungen. Also eben bei Brahmagupta, glaube ich jedenfalls nach einigen Übersetzungen, man ihm trauen kann oder nicht, steht die Regel explizit, aber ohne Begründung. Und im Prinzip sozusagen bis heute finden wir diese Regel ohne eine tiefer gehende Begründung. So, wie könnte denn eine Begründung aussehen? Und ich will Ihnen hier ein Beispiel geben, und das hat einen didaktischen Wert. Es geht nicht darum, dass ich diese Regel ein für alle Mal und in einer Form richtig begründen will, sondern ich will Ihnen einen gewissen Effekt zeigen, der in der Mathematik auftreten kann und dann am Ende eben für das maschinelle Lernen von Relevanz sein kann. Gehen wir zurück zu den komplexen Zahlen, also ein bisschen wissenschaftlichen Inhalt will ich hier auch vermitteln. Ich hoffe, dass Ihnen das noch ein Begriff ist, wenn man die Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen soll. Historisch kam das auf, als Cardano eine Lösungsformel für Gleichungen dritten Grades, nachdem man sozusagen das quadratische Glied rausgekürzt hatte, aufgestellt hat. Na gut, das ist eine dritte Wurzel, hier sind irgendwelche Wurzeln und das funktionierte ganz gut. Dann gab es einen weiteren italienischen Mathematiker Bombelli, Zeitgenosse Cardanos, der diese Formel einfach auf die Gleichung x hoch 3 minus 15 x minus 4 angewandt hat. Und siehe da, wenn man dieses ausrechnet, also hier die P's in Q's richtig einsetzt, kriegt man auf einmal Wurzel aus negativen Zahlen heraus. Nebenbei, also auch das ein bisschen Kopfrechnen, also 121 ist 11 Quadrat, also wenn da 121 nur stünde plus, dann wäre die Wurzel 11, aber da ist dieses dumme Minus. Das heißt, damit kann man nichts machen. Da wäre die Geschichte zu Ende normalerweise. Und dann hat also Bombelli, wie er selber sagt, einer verrückten Idee folgend, mit den zwei Wurzeln aus negativen Zahlen weitergerechnet, als ob sie existieren würden. Und dann, das ist eine schöne Rechnung, die man zu Hause nachvollziehen kann, heben sich diese beiden Wurzeln gegenseitig auf und man erhält 4 als Lösung. Und jetzt kommt eigentlich der Witz bei der Sache, ob 4 die richtige Lösung ist, kann ich natürlich sofort überprüfen, indem ich das einfach einsetze. Das ist eine bekannte Geschichte, wie die komplexen Zahlen oder die imaginären Zahlen jetzt im Spezifischen in der Mathematik entdeckt wurden. So. Aufgrund der Verifizierbarkeit der Lösungen wurde Bombellis Methode auf andere Beispiele angewandt, aber ohne ein Verständnis, warum sie funktioniert. Also Cardano selber hat falsche
Regeln für imaginäre Zahlen aufgestellt, als er Bombellis Methode analysiert hat und weiteres. Tatsächlich, sondern solange wir die Lösung überprüfen können, kann uns das ja egal sein. Aber was passiert jetzt, wenn wir das mal ein bisschen außerhalb dieser Lösung anwenden wollen? Und da wird das Ganze zu einem Risiko. Und es war niemand weniger als Leonhard Euler, der produktivste Mathematiker aller Zeiten, einer der größten Mathematiker, der in einem berühmten und allgemein verbreiteten Lehrbuch der Algebra offensichtlich einen kapitalen Rechenfehler gemacht hat, der ihm eigentlich sogar hätte auffallen sollen, dass er dann Wurzel aus minus 1 mal Wurzel aus minus 4 als Wurzel 4 berechnet hat, was dann 2 gibt, weil er das allgemeine Gesetz, was man von den reellen Zahlen kennt, dass die Wurzel aus a mal die Wurzel aus b die Wurzel aus a mal b ist, auf die imaginären Zahlen übertragen hat. Und ja, das geht dann plötzlich schief. Und das kann man sich am Beispiel minus 1 mal minus 1 sofort überlegen. Da, also Wurzel aus minus 1 mal Wurzel aus minus 1, da wollen wir natürlich minus 1 haben und nicht nur 1. So, also haben wir hier ein gewisses Risiko, wenn wir unbedarft mit imaginären Zahlen weiterrechnen. Ein Durchbruch im Verständnis der komplexen Zahlen kam erst durch die Repräsentation in der reellen Ebene R2. Und also Carl Friedrich Gauß hat das neben Caspar Wesse und Argand, die aber obskur geblieben sind, also diese beiden Arbeiten hat keiner in der Zeit wirklich zur Kenntnis genommen. Gauß selber hat es im Übrigen auch nicht formal publiziert, sondern ich glaube, es steht erstmal im Briefwechsel, aber durch ihn ist es propagiert worden, dass wir doch im Prinzip die komplexen Zahlen so auffassen können, dass wir auf der X-Achse die reellen Zahlen haben und auf der Y-Achse die imaginären Zahlen und dann eben also so eine Zahl minus 5 plus 6i als Kombination hier schreiben können. Und das funktioniert auch sehr gut. Und so, glaube ich, lernen das die meisten Leute, ohne eine kleine Subtilität dabei wahrzunehmen. Ich meine, wenn man jetzt die Addition Komponente bei Komponente auffasst, also dass ich eben den Realteil und den Realteil addiere und den Imaginärteil und den der beiden Zahlen, dann kriege ich einen Isomorphismus zwischen C plus und R Quadrat und eben diese komponentenweise aufgefasste Addition im R2. Und da endet häufig die Story. Man muss aber aufpassen, dass dieser Isomorphismus nicht mehr für die komponentenweise Multiplikation gilt. Tatsächlich darf ich nicht einfach die Koeffizienten, die ich hier für den Realteil und den Imaginärteil habe, jeden für sich multiplizieren, weil dann sozusagen i seinen Witz verliert. Das heißt also hier, wenn ich hier nehme ich das gleiche Beispiel jetzt als solche Kombination geschrieben, was Euler hatte, aber das Ergebnis ist eigentlich noch schlimmer falsch als bei Euler. Gut, also was ich Ihnen hier nur sagen will, was wir naiv lernen, ist, wie die Addition in der Ebene funktioniert. Kaum einer sagt uns, was mit der Multiplikation passiert. Und die befriedigende Erklärung der Multiplikation kam erst mit dem irischen Nationalmathematiker William Rowan Hamilton im 19. Jahrhundert. Also eben, also jetzt so Zahlen a plus bi können als Paare reeller Zahlen ab aufgefasst werden. Und dann kann man die Multiplikation zweier solcher Zahlenpaare eben in diesem algebraischen Ausdruck wiedergeben. Und der funktioniert gut. Den müssen Sie sich jetzt nicht angucken, um den geht es nicht. Tatsächlich würde der uns gar nicht weiterhelfen, denn wenn irgendwelche dieser Koeffizienten hier negativ sind, dann habe ich hier auch Produkte von negativen Zahlen. Das will ich gar nicht. Was ich vorher sagen wollte, dann haben wir wirklich einen Isomorphismus zwischen reellen Zahlen und dem R2, aber mit einer im Augenblick noch komisch aussehenden Multiplikation. Aber so komisch ist die gar nicht. Worauf das nämlich zurückgeht, ist eine geometrische Interpretation der Multiplikation komplexer Zahlen als Drehstreckung. Das heißt, ich habe hier eine Zahl, also die könnte jetzt einen Realteil und einen Imaginärteil als Koordinaten haben, hier eine andere. Und wenn ich die multipliziere, ja, vergessen Sie die Koordinaten, gucken Sie sich hier den Winkel an und den Winkel und Sie summieren den Winkel und dann die Länge kriegen Sie hier dadurch, dass Sie die Längen dieser Vektoren multiplizieren. Und das ist einfach nur in dieser Formel analytisch wiedergegeben. Aber sozusagen intuitiv geht es um eine Drehstreckung. Ich drehe etwas. Und Multiplikation wird hier auf eine Addition der Winkel zurückgeführt. Na gut, und die Länge, die muss ich noch mit berücksichtigen.
Das ist aber jetzt der Schlüssel, der uns hilft. Also unter Hamiltons Interpretation beinhaltet die Multiplikation mit einer negativen reellen Zahl, wo also der Imaginärteil 0 ist, schlichtweg eine Drehung um 180 Grad. Ja, und wenn ich dann zwei negative Zahlen multipliziere, dann habe ich 2 mal 180 Grad, dann habe ich 360 Grad. Das heißt, ich komme wieder hier in den positiven Teil zurück. Das heißt, 2 mal negativ gibt positiv, wenn man das so auffasst. Gut, also das war jetzt etwas Elementarmathematik. Worum es mir ging, ist, dass wir hier ein Resultat haben, dass Minus mal Minus ergibt Plus, ist ein Korollar, eine direkte Folgerung der hamiltonschen Definition der komplexen Multiplikation. Es ist keine Konvention, es ist keine Definition, es ergibt sich aus sozusagen dem höheren Standpunkt betrachtet automatisch und kann nicht anders sein. So, warum habe ich Ihnen hier die Multiplikation in so, ja, für einige von Ihnen vielleicht doch relativ komplizierten mathematischen Termini wiedergegeben? Worum es mir geht, ist, dass diese Erklärung der Regel nicht konservativ ist. Nicht konservativ oder dual konservativ ist ein technischer Begriff in der Mathematik, wird hier in einem etwas weiteren Sinne gebraucht, und zwar in dem Sinne, dass etwas ist nicht konservativ, wenn die Begründung Dinge, Konzepte benutzt, hier komplexe Zahlen oder Drehungen, die nicht in der Aussage selber auftreten. Also Minus mal Minus ergibt Plus, ist eine Aussage über reelle Zahlen, die nicht über imaginäre Zahlen spricht, die nicht über Drehungen spricht. Ich habe hier aber eine Begründung angeführt, die überzeugend sein soll, zumindest für den Mathematiker, die eben diese höheren Konzepte mit einfließen lässt. Kurzes Proviso, ich will nicht behaupten, dass dies die einzige mögliche Erklärung für Minus mal Minus ergibt Plus ist oder gar die richtige, wenn es so etwas gibt. Es geht im Prinzip nur darum, Ihnen dieses Phänomen der Nicht-Konservativität einem elementaren Beispiel zu verdeutlichen, dass ich sozusagen etwas begründe, was sozusagen über reelle Zahlen formuliert ist, unter Zuhilfenahme von Konzepten, die sozusagen außerhalb davon liegen. Jetzt ist mir leider nicht sehr viel Zeit zugestanden worden für diese Antrittsvorlesung, sonst könnte ich hier noch eine längere philosophische Ausführung machen, was es mit Nicht-Konservativität auf sich hat, also man, im Hinblick auf Emergenz und Reduktionismus, Phänomenologie im Allgemeinen. Allerdings will ich ganz kurz doch auf den dritten hier genannten Punkt eingehen, das Permanenzprinzip. Tatsächlich ist es so, dass das Permanenzprinzip von Hermann Hankel formuliert wurde, und das ist eben ein Mathematikprofessor in Tübingen gewesen, im 19. Jahrhundert, also vielleicht der bedeutendste Tübinger Mathematiker, lebende ausgenommen. Und aus seinem Nachlass wurden eben die Vorlesungen über die komplexen Zahlen veröffentlicht. Und darin formuliert er das Permanenzprinzip, was später für die Entwicklung der Algebra wegweisend wurde, in folgenden Worten. Wenn zwei in allgemeinen Zeichen der Arithmetica Universalis ausgedrückte Formen einander gleich sind, so sollen sie einander auch gleich bleiben, wenn die Zeichen aufhören, einfache Größen zu bezeichnen und daher auch die Operationen irgendwelchen anderen Inhalt bekommen. Ja, modern ausgedrückt, Rechenregeln sollen bei der Erweiterung eines Zahlbegriffs, zum Beispiel von den natürlichen zu den ganzen Zahlen oder von den reellen zu den komplexen Zahlen, erhalten bleiben. Wenn möglich, da ist eine kleine Einschränkung, also auch Hankel schreibt, das Prinzip wird im Folgenden unsere Schritte leiten, es darf aber in seiner Allgemeinheit nicht ohne weiteres und überall verwandt werden. Ja, und wenn wir jetzt den Schritt von den reellen zu den komplexen Zahlen machen, dann können wir eben sagen, dass unsere Regeln wie Assoziativität und Kommutativität permanent erklärt werden. Und hier eben eine kleine Nebenbemerkung, wenn man Distributivität permanent erklärt, dann kann man eben Minus mal Minus ergibt Plus auch sozusagen bei dem Schritt von natürlichen zu ganzen Zahlen herleiten. Aber dann muss man sozusagen das Prinzip vorher vorgeben. Sowas mussten wir hier im Augenblick noch nicht machen. Was aber wichtig ist, die Einschränkung, dass wenn wir zu den komplexen Zahlen übergehen, wir keine unmittelbare lineare Ordnung mehr erhalten, aber insbesondere auch nicht das von Euler fälschlich benutzte Gesetz. Und das ist jetzt wichtig im Weiteren, sondern was sind eigentlich die Kriterien, welche Gesetze permanent gelten sollen und welche vielleicht doch nicht mehr gelten. Und haben wir da eigentlich
Spielraum? Können wir das entscheiden oder wie geht das? Und eben, also das bringt mich jetzt zum zweiten Teil meines Vortrages, der sich eben dem Machine Learning oder maschinellen Lernen widmen will, von dem Herrn Engler am Anfang gesprochen hat. Auch Herr Engler hat gesagt, also dass die künstliche Intelligenz, da gibt es eine klassische, die darauf basiert, dass man Daten hat mit Regeln. Und also Daten schon im Sinne von Big Data und man nimmt die Regeln. Das klassische Beispiel dafür war Logikprogrammierung, zum Beispiel implementiert in der Programmiersprache Prolog. Andererseits hat sich da relativ früh gezeigt, dass das unter fehlender Effizienz leidet. Also man kann zwar relativ gut die Regeln hinschreiben, aber wenn man dann damit programmieren will, werden die Programme einfach zu langsam. Anders gesagt, C++ schlägt da alles und Prolog ist nicht konkurrenzfähig in der Softwareentwicklung, obwohl es sozusagen theoretisch die Regeln in den Daten besser erfasst. Es gibt aber noch einen Spezialfall in der klassischen künstlichen Intelligenz, dass man nicht allgemeine Regeln braucht, sondern eine gewisse Kombinatorik in den Daten wiederfindet. Und wenn man die geschickt formuliert, kann man das in aussagelogischen Formeln machen, die unter dem Begriff des Satzsolvings relativ leicht oder heute sozusagen also gut begründet die beste Technik ist, komplexitätstheoretisch gewisse Probleme zu lösen von kombinatorischer Komplexität. Der Punkt hier ist, dass man in der Lage sein muss, seine Daten, also die Kombinatorik in den Daten zu entdecken und zu modellieren. Das ist aber eine effektiv einsetzbare Technik und ich möchte hier ausdrücklich auf die Arbeiten von unserem Kollegen hier in Tübingen, Wolfgang Küchlin, in der Zusammenarbeit mit der Autosindustrie hinweisen. Warum will ich das ausdrücklich hervorheben? Weil das, was dort gemacht wird als Benchmark, als Beispiel, als Vergleichsmaßstab gelten kann, was wir in der mit dem maschinellen Lernen erreichen wollen. Tatsächlich ist es so, dass beim maschinellen Lernen in der jetzt sogenannten modernen künstlichen Intelligenz die Daten mit Statistik verbunden werden. Der wesentliche Punkt ist, dass überhaupt der Einsatz der Statistik dort geplant ist, wo wir weder die Regeln noch die Kombinatorik in den Daten kennen. Denn würden wir sie kennen, könnten wir die klassische künstliche Intelligenz anwenden. Nebenbei gesagt, wenn hier Spezialisten sind, ich wüsste nicht, dass die Statistik die Effizienzprobleme von Prolog lösen könnte. Also es ist nicht dadurch, dass ich Statistik benutze, bin ich schneller. Was der Witz ist, dass ich das auf Daten anwenden kann, bei denen ich in der Verstrich noch nicht weiß, wie die interne Struktur aussieht. Gut, und jetzt ist es natürlich explizit die Herausforderung, dass nachdem man das gelernt hat, die zugrunde liegende Struktur in den Daten sichtbar gemacht werden sollte. Und das ist sozusagen der entscheidende Schritt. Und hier können wir dann sozusagen den Vergleich zum Beispiel mit Satzsolving machen, ob wir die gleichen Informationen daraus bekommen oder nicht. Zu diesem letzten Punkt, also die Herausforderung, das will ich jetzt etwas verdeutlichen an dem Beispiel, was ich hatte. Also kann maschinelles Lernen als Herausforderung die Regel minus plus minus ergibt plus selbstständig lernen? Natürlich ist das jetzt etwas flach formuliert, weil man ein bisschen den Kontext geben muss. Also wenn ich dem, also maschinelles Lernen arbeitet mit Lerndaten. Also man gibt ihnen Daten vor und daraus lernt es. Wenn ich jetzt natürlich dem Programm nur positive Zahlen gebe, dann wird es natürlich unter gar keinen Umständen auf Minus plus. Entschuldigung, hier ist Plus, das sollte natürlich Minus. Das ist schon ganz schlecht. Hier sollte ein Mal stehen. Na gut. Ich muss gewisse Lerndaten geben. Ja, wenn ich Ihnen bei meinem Lerndaten natürlich schon solche Gleichungen gebe, wo Minus mal Minus Plus ergibt, dann ist der Witz raus. Das heißt, was könnten sinnvolle Lerndaten sein, muss man natürlich überhaupt erst festlegen, bevor man diese Frage umsetzen kann. Trotzdem, angenommen, sozusagen, maschinelles Lernen kann es. Es kriegt sozusagen die richtigen mathematischen Regeln heraus, wenn wir einen
ja, wenn wir Daten vorgeben, kann es dann diese Regeln erklären? Also ist es schon eine technische Frage, sondern vielleicht kann es implizit die Regel herausfinden, aber kann es uns explizit die Regel sagen? Das wäre zum Beispiel schon eine Frage. Und das ist wahrscheinlich nötig, dass uns die Regel sagt, bevor es diese Regel erklären könnte. Und ja, wenn es die Regel erklärt, ist es jetzt die zentrale Frage, ob es die Regel in unserem Sinne, das heißt mit Hilfe von komplexen Zahlen oder Rotationen, Drehungen erklären kann, ohne überhaupt komplexe Zahlen gelernt zu haben. Allgemein kann maschinelles Lernen Lösungen finden, die auf nicht konservativen Erweiterungen der Lerndaten aufbauen. Das ist sozusagen die zentrale Herausforderung, die ich hier stellen will. Aber, ich bin jetzt nicht der maschinelle Lerner, ich bin der Philosoph, ich stelle eine Frage und die Informatiker sollen mir die beantworten. Ich will aber so viel zugestehen, dass wir mal annehmen, dass die Antwort positiv ist. Nebenbei gesagt, wenn sie negativ ist, dann ist ein bisschen die Frage, kann ich jemals mehr rausholen, als ich überhaupt reingesteckt habe. Aber ich bin schon optimistisch und so eine gewisse Hoffnung, dass es positiv ausfällt. Aber dann, wenn das wirklich möglich ist, dann ist natürlich die Herausforderung, diese zusätzliche Struktur explizit zu machen. Und man muss sich klar machen, dass das ist ganz fundamental. Vielleicht komme ich gleich da nochmal drauf zurück. Warum? Und wenn es diese Struktur explizit machen kann, also sagen wir mal so, es hat nur reelle Zahlen gelernt und auf einmal entdeckt es die komplexen Zahlen, weil wir es zum Beispiel mit Gleichungen dritten Grades füttern und sozusagen soll halt so intelligent wie Bombelli sein und Cardano heranziehen und plötzlich entdecken, dass man sinnvoll mit imaginären Zahlen arbeiten kann, kann es dann auch die richtigen Rechenregeln finden, kann es also den Fehler, den Euler gemacht hat, vermeiden, kann es allgemein eben sehen, also dass welche Gesetze gelten sollen, welche als permanent auszuwählen sind. Und eben, also diese Frage, würde ich sagen, ist im Prinzip mit Nein zu beantworten, weil selbst wir, wenn wir in der Mathematik unseren Domainbereich erweitern, haben wir Wahlfreiheit. Und je nachdem, was wir machen, kriegen wir das eine oder das andere heraus und wir wissen die Unterschiede. Und kann solche Verzweigungen vom maschinellen Lernen eventuell auch gemacht werden? Und was sind dann die Kriterien zwischen eben den richtigen Gesetzen und den falschen zu entscheiden? Ja, und vielleicht auf einer höheren Stufe noch, also kann maschinelles Lernen selber auf Hankels Permanenzprinzip kommen? Hat es irgendeine Chance, sozusagen ein so abstraktes Prinzip, was ja dazu noch ein bisschen schwammig ist, weil wir noch sehen müssen, was sozusagen als permanent ausgewählt werden soll, was nicht, kann es das finden? Das wären hier die Herausforderungen. Warum sind das so wichtige Herausforderungen? Ja, ich habe Ihnen das an einem elementaren mathematischen Beispiel gezeigt, aber wir können das Ganze natürlich auch so machen, dass wir die Lerndaten sind Personen und wir sagen Ihnen eben nicht, ob es Männchen oder Weibchen sind. Ja, und was passiert jetzt, wenn diese Blackbox-Algorithmen, wie sie auch genannt werden, plötzlich lernen, dass es da Unterschiede beim Verhalten gibt und auf einmal seine Entscheidungen tatsächlich aufgrund des Geschlechts fällt, ohne es uns zu sagen? Dann ist das jedenfalls nach der neuesten Direktive der Bundesregierung ist das ungesetzlich, aber wir wissen es nicht mal. Das heißt, hier ist also dieses, sozusagen, was Mathematiker gerne machen. Also ich habe das sehr abstrakt in Zahlen eingebettet, aber es gibt sozusagen sehr praktische Anwendungen, wo es genau um diese Frage geht, ob sozusagen in den Lerndaten nicht zur Verfügung gestellte Struktur von dem Programm eventuell eigenständig gelernt wird und dann verarbeitet wird, obwohl es das nicht sollte. Gut, um jetzt die Verantwortung nochmal herauszustellen. Auch hier ist die Zeit etwas kurz. Also ich beginne mit dem Schlagwort Verantwortung setzt Verstehen voraus. Da ist jetzt nicht die Zeit, das genauer zu diskutieren. Ich weiß aber nicht, ob das jemand von Ihnen bestreiten will. Also ich meine, die Grundfrage ist ja, wie soll ich verantwortlich handeln, wenn ich die Gründe meines Handelns nicht verstehe? In diesem Sinne darf maschinelles Lernen nur dort auf die Straße gebracht werden, und auf die Straße gebracht werden dürfen Sie wörtlich verstehen, wo die zugrunde liegenden algorithmischen Zusammenhänge verstanden wurden. Und das ist eben dann genau der richtige Ort hier in Tübingen, weil es eben ein Exzellenzcluster zum maschinellen Lernen gibt, der in seinem Bereich A ganz konkret als Aufgabenstellung formuliert hat, Verstehen jenseits einfacher Vorhersagen, um maschinelles Lernen besser in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu integrieren. Und ich glaube sozusagen, es muss gar nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnisprozess beschränkt sein in allen Anwendungen,
arbeiten wir an Algorithmen, die komplexe Strukturen und kausale Zusammenhänge in Daten erkennen und uns eben sagen, was dort passiert. Das ist sozusagen die wissenschaftliche Verantwortung, die sich beim maschinellen Lernen unmittelbar ergibt. Ja, schließen will ich jetzt mit einem Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker wieder, was also im gewissen Sinne zusammenfassen soll, was meine Aufgabe in diesem Kontext ist. Ups. Ich glaube, das ist nicht das Zitat. Es hat aber auch geschrieben in dem Vortrag und sollten sich schon einige Leute zu Herzen nehmen. Das Zitat, was ich meine, ist das folgende. Verantwortung des Menschen in der technischen Welt heißt also zumindestens, er muss inmitten der Planung und der Apparate lernen, Mensch zu bleiben. Vielleicht muss er in entscheidenden Punkten erst lernen, Mensch zu werden. So Mensch zu werden, dass er der Herr des Plans und der Apparate bleibt. Das wäre der Inhalt einer Ethik der technischen Welt. Und in diesem Sinne fühle ich mich, obwohl ich sozusagen als Mathematiker groß geworden bin, ich freue mich sehr, dass mein alter Mathematiklehrer aus Göttingen hier ist, aber auch sozusagen mein Diplomvater, mein Doktorvater und die Habilitationsbetreuer. Im Alter meiner Tage werde ich dann doch noch zum Ethiker und hoffe in diesem Sinne, das Erbe Karl Friedrich von Weizsäckers hier in Tübingen vertreten zu dürfen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind nicht in einen zu depressiven Zustand geraten. Ich rede jetzt nicht von den Mathematikern, die das alles verstanden haben. Herr Kahle wurde ja nicht müde zu betonen, das wären die Basics der Mathematik. Also ich muss sagen, diese Basics wurden mir nie handgereicht oder so gereicht, dass ich sie hätte so einfach verstehen können. Es hat mich natürlich auch begeistert, eine Sache zu erfahren, dass es neben falsch auch noch eine Steigerung gibt, nämlich falscher. Und das mit einem Mathematiker auf Euler gesprochen, das ist eine wichtige Erkenntnis. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem letzten Thema. Lieber Herr Kahle, Sie haben deutlich gemacht, wie man von den Basics der Mathematik zu sehr wichtigen Fragen kommen kann und vor allen Dingen wichtigen Fragen kommen kann, die im Zentrum der aktuellen Debatten letztendlich stehen, ohne dass sie in dieser Form ausgesprochen werden. Es geht tatsächlich um das, was Sie am Ende Ihres Vortrags als das Blackbox-Verhalten, will ich es mal nennen, vieler algorithmischer Prozesse bezeichnen, dass vieles, was scheinbar so transparent, weil es zu Ergebnissen kommt, so transparent, so klar, so unangreifbar erscheint, weil es eben ja von selbstlernenden Systemen, ganz großartigen Systemen eruiert wurde, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind zu prüfen, wie die erkannten oder scheinbar erkannten Strukturen sich letztendlich auf Entscheidungen in den algorithmischen Systemen und in den Auswertungen auswirken und wir letztendlich Effenwell Gefangener unserer eigenen Beeindruckbarkeit sind, einer Beeindruckbarkeit, die uns vielleicht allzu schnell fälschlicherweise glauben lässt, dass all das, was diese künstliche Intelligenz, auch der Begriff ist ja sehr schön, Intelligenz, vielleicht sogar eine, die wir selbst noch gar nicht gewärtigen, dass diese künstliche Intelligenz für uns Resultate bringt, die eben nicht hintergehbar sind. Und ich glaube, in diesem Sinn haben Sie ein wichtiges Thema angerissen. Wir müssen begreifen lernen, dass wir es sehr häufig mit Blackbox-Phänomenen zu tun haben, dass das, was an geforderter Transparenz zu leisten ist, in der Tat Resultat eines zum Teil sehr schwierigen Prozesses sein wird. Und in dem Sinne, glaube ich, war meine Prognose, dass Sie eine spannende Aufgabe jenseits der Mathematik, eine sehr spannende Aufgabe vor sich haben,
nicht falsch in meiner Grundannahme. Und ich gehe davon aus, dass Sie mit dieser Informationsbombe auch noch ganz weitere spannende Herausforderungen hier in Tübingen gewärtigen. Ich war dann durchaus begeistert, dass auch ein Tübinger Mathematikus hier zu Wort kam. Und wir, denke ich, in dieser Weise mit Ihnen Mathematik, Informatik und vor allen Dingen dann Philosophie und ethische Verantwortung in besonderer Weise hier uns auf die Fahnen schreiben können. Ich glaube, die Gesellschaft ruft danach und wir werden gut daran tun, die Black Box, die uns vielfach entgegentritt, auch in einer sehr klaren Art und Weise, wenn es denn so ist, als solche zu bezeichnen, zu benennen und unser wichtigstes Anliegen dann auch umzusetzen, nämlich diese Wissenschaft über die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen so in die Gesellschaft zu bringen, dass sie verständlich wird und dass sie vor allen Dingen auch so transparent wird, dass die Gesellschaft nicht impulsiv, nicht instinktiv, schlicht und einfach verwehrt und abschottet, sondern begreift, dass neben den Herausforderungen, die gewiss vorhanden sind, auch erhebliche Chancen zu ergreifen sind und dass wir gar nicht umhin können, uns mit diesen Chancen auseinanderzusetzen. Jetzt muss ich aufpassen, sonst wird hier ein Co-Referat daraus. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren Vortrag, Ihnen alle dafür, dass Sie die Kurve um die Depression bekommen haben. Und ich darf kurz an dieser Stelle ankündigen, dass es draußen auch eine wunderbare kleine CD gibt. DVD, die Ihnen das Werk und das Wirken von Karl Friedrich von Weizsäcker, seine Person, näher bringt. Ich glaube, die haben Sie draußen ausgelegt und die ist zu mitnehmen. Vielleicht auch eine sehr spannende Geschichte dessen, was wir jetzt heute in einer neuen Variante aufgreifen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Stiftung uns diesen Karl Friedrich von Weizsäcker Stiftungslehrstuhl fördert. Und ich glaube, wir sind gerade mit diesem Stiftungsanliegen auf sehr, sehr gutem Weg. Auch Ihnen, lieber Herr Werndt, ganz herzlichen Dank für die Einbettung in die Tradition, in das Denken von Karl Friedrich von Weizsäcker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und darf Sie zu einem Glas Wein und dergleichen einladen. Noch gute Gespräche und wie gesagt, einen angenehmen Abend. Herzlichen Dank. Applaus